Würden Sie sagen, dass die Breite auch der deutschen Familienunternehmen in der Lage ist, auch in diesem Bereich dieser disruptiven Geschäftsveränderungen, die da auf uns zukommen, die Nase da gut im Wind zu haben? Also ich habe da wenig Zweifel. Ich meine, nicht umsonst hat Deutschland mit seinem Mittelstand eine Unmenge an Hidden Champions produziert, die nach wie vor am Markt sind und die wendig genug sind, intelligent genug, nah am Kunden genug und das auf internationaler Basis, um auch diese Umschwünge, diese Disruptionen, die da stattfinden in den Märkten, in den Produktpaletten, auch mitzugehen. Mhm. Es gibt viele Stimmen, die nach wie vor sogar meinen, dass Industrie 4.0, wo ja immer diskutiert wird, kommt Deutschland hinterher, meinen, dass Deutschland augenblicklich sogar in gewissermaßen auch die Nase vorn hat. Das ist eine Frage, ist man dann schnell genug, dauerhaft, kommt es zu Standardisierungen, damit man eben auch deutsche Entwicklungen dort umsetzen kann. Da ist sicher viel zu tun, aber Deutschland ist da, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm.